Mein Name ist Firas Khatib. Ich bin Koch als Beruf. Ich arbeite mit Zusammenleben, der Verein in Freiburg. Und ich bilde Leute oder eine Art Vorausbildung für die Küche. Also vor der Krise, das war eigentlich perfekt, weil ich könnte mit 3 bis 4 Leuten in der Küche zusammenstehen und dann könnten wir zusammen als Team arbeiten und die ganze Sachen, was man halt in der Küche braucht, zu lernen, so als Team, wie arbeiten wir mit der Zeit zusammen, wie bewegen wir uns in der Küche zusammen. Und das war auf jeden Fall optimal. Und jetzt ist es leider nicht mehr so. Jetzt darf ich nur mit einer Person in die Küche. Was für die Leute ist eigentlich sehr praktisch, wann hat man eigentlich 1:1 Unterricht. Aber der Nachteil ist, dass es gibt diese Teamarbeit nicht so richtig, weil wir dürfen nicht zusammen halt in der Küche stehen. Und das ist so ein bisschen schade für den Moment, aber hoffentlich ändert sich das bald. Also was auch für mich sehr wichtig ist, auch mit der Teilnehmer jetzt auch denen zu zeigen, dass es gibt sehr viele alte Sorten von Gemüse oder Getreide, was man davon nie was gehört hat. Zum Beispiel, wenn ich Karotte sage, das kommt sofort in den Kopf, eine orangene Farbe. Aber eigentlich Karotten sind auch blau und lila und grün und es gibt sehr viele unterschiedliche Kartoffeln auch so. Und das ist für mich sehr wichtig als Koch, auch meinen Teilnehmer das zu zeigen, dass es gibt sehr viel mehr, was wir davon nicht wissen. Und damit können wir auch sehr viele Erzeuger hier in der Umgebung auch unterstützen, indem wir auch regional und saisonal arbeiten und nicht einen Apfel aus Neuseeland herholen, weil die günstiger ist oder so. Weil es gibt so viel Gemüseerzeuger hier, besonders im Süden. Es gibt sehr viel Landschaft und für mich ist es sehr wichtig, auch diese Verbindung zu bringen zwischen Küche und die ganzen Bauern, die hier in der Umgebung sind. Und ich möchte gerne die Leute zeigen, dass der Beruf als Koch oder ein Restaurant zu haben, es ist nicht einfach so. Da steckt richtig viel Arbeit, richtig viel Liebe. Und ich habe das Gefühl, das wird nicht so richtig gesehen von den Leuten. Und ich möchte gerne die Leute nochmal so zeigen, dass wenn ihr mal eine Karottensalat umsonst kriegt, so von dem Laden einfach so, die Karotte war in der Erde und da musste irgendjemand sich um diese Karotte kümmern und die Karotte danach putzen und zu uns liefern und wir mussten die Karotte schälen und schneiden und Salat daraus machen und das kriegt ihr einfach so. Und das ist leider selbstverständlich für viele Leute hier, aber für mich als Koch, der das sieht, den Weg, was die Karotte macht oder die Kartoffel, bis es auf dem Teller landet, das ist ein langer Weg. Und dieser Weg wird leider nicht so richtig gesehen. Es wird nur gesehen von den Menschen, was auf dem Teller kommt und wie das hergekommen ist und wie es auf dem Teller gelandet, interessiert die Leute nicht so oft. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das ist Nahrung und das ist wichtig für die Menschen. Die Leute wollen immer überall auf der Welt essen. Und es ist für mich ein bisschen zu selbstverständlich. Das wird nicht richtig wertgeschätzt. Also was ich auf jeden Fall sehr wichtig finde, ist, was ich persönlich auch als Koch, ich bin Koch schon seit 10 Jahren und ich habe das Gefühl von den Leuten überhaupt generell in Deutschland und auch von den Leuten, die etwas mehr Macht haben so in Deutschland, dass die Arbeit an sich als Koch, es wird nicht so richtig wertgeschätzt. Und jetzt in der Corona-Zeit hat man auf jeden Fall gesehen, viele Betriebe sind pleite gegangen, viele Betriebe haben ihr Läden einfach zugemacht, weil in der Gastronomie normalerweise gibt es nicht so viel Geld, der von außen halt kommt. Jeder Chef und jeder Laden, also jeder Betreiber muss gucken, dass das ganze Geld von dem Laden halt so kommt. Und man hat das jetzt gesehen, auf jeden Fall in der Corona-Zeit, wegen auch die ganzen Steuergeschichten in Deutschland, was Gastronomie betrifft. Das war richtig schwierig für viele Gastronomen. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass jetzt während dieser Krise, dass es alles hoffentlich langsam sich ändert und dass auch mehr Gelder da reinkommt in die Gastrowelt, damit die Leute auch
gerne kochen können und weiter auch ihr Gastrobereich halt weitermachen.